Hallo euch allen, das sind wieder bei Madden NFL 19. Wir sind zurück in der Super Bowl-Serie. Starten jetzt mit dem Path to the Super Bowl der LA Rams. 15 Challenges warten da auf uns. So, surprising the Seahawks. In the midst of their win streak, the Rams have the lead late in the game with a few minutes of clock to chew. Take advantage of this lead and ensure your victory by driving up the field and not allowing the Seahawks to score again. Okay, das ist also eine Rookie-Challenge, die wir da haben. Wir spielen in Seattle, in dem, glaube ich, aktuell lautesten Stadion der NFL. Haben ja den Arrowhead oder das Arrowhead Stadium abgelöst, was die Lautstärke angeht. Das ist schon Wahnsinn, was da für Dezibel-Werte immer in manchen NFL-Stadien gemessen werden. In Seattle haben die das besonders gemacht. Die haben bei der Konstruktion des Stadions die Bleche so angelegt, dass der Schall wirklich nach unten auf das Spielfeld kommt und damit es natürlich gegnerischen Offense sehr, sehr schwer macht, ihre Kommandos irgendwie weiterzugeben. Man kann es unfair nennen, ich finde es verdammt pfiffig. Ich sag mal, das ist hier Heimvorteil, es ist nicht illegal. Das haben sie schon gut gemacht. So, prevent your opponent from scoring this quarter. Die Seahawks dürfen also in dem Quarter, was wir jetzt hier spielen, keine Punkte erzielen. Das Passive ist, wir sind im letzten Quarter. Na hurra. Wir führen mit 2 Punkten. Die Seahawks haben noch 2 Auszeiten. Wir haben keine mehr. So. Ja, da darf ich ja eigentlich gar nicht auf Teufel komm raus jetzt sehen, dass wir hier Punkte auf Teufel komm raus erzielen. Wichtig ist ja, dass die Seahawks hier keine erzielen, aber das kann ich nicht. Ich habe Eddie George und der will in die Endzone. Schöner erster Run von Eddie George. Ball ist damit an der 39-Yard-Linie. Ja, muss aber eins sehen. Wenn ich jetzt hier einen Touchdown erziele, gehen wir mit 9 Punkten in Front. Und dementsprechend müssen dann die Seahawks auf jeden Fall einen Touchdown erzielen. Und dann kannst du ja nicht mehr sagen, oh, ich schieße jetzt mal ein Field Goal, wenn ich einen Touchdown brauche. Deswegen glaube ich, passt das schon. So, wir schicken Terrell Owens in Motion. Uhr tickert hier schon langsam runter. Sharp und Jarvin, meine beiden Tight Ends, sind auch noch Optionen. Aber da ist Terrell Owens Mutterseelen alleine. Gibt noch einen schönen Block von Amari Cooper und auch noch einen von Shannon Sharp. Und da ist er in der Endzone. Touchdown Terrell Owens. Das ging halt doch schneller als erwartet, aber wie gesagt, da die Seahawks jetzt unbedingt einen Touchdown erzielen müssen, glaube ich, kann meine Defense damit auch schon umgehen. So, 40 zu 39 der Spielstand. Kann Pete Carroll nicht gefallen, was er gerade gesehen hat. Der Kick ist unterwegs. Geht bis an die 10-Yard-Linie, wenn ich es richtig gesehen habe. Und der Return der Seahawks endet an der 29. Erster Versuch und 10 für Seattle. So, da kommt Russell Wilson aufs Feld. Definitiv einer der besten Quarterbacks der NFL. Also ich mag ihn sehr. Er hat ja auch einen Super Bowl gewonnen, einen verloren. Wer erinnert sich nicht an diese Szene, an die Interception, an der 1-Yard-Linie gegen die Patriots? Wow, schwer unter Druck. Wird den Ball zwar noch los, aber natürlich vollkommen unkontrolliert. Zweiter und 10. Boah, was nehmen wir da? Cover 3, Cloud. Zeigen aber nur eine Cover 2. Zweiter Versuch und 10. Eine Sekunde noch bis zum 2-Minute-Warning. Eieieiei. Das nenne ich mal eine Gurke. Wir haben einen dritten Versuch und 10. Ball liegt an der 29-Yard-Linie. Wir versuchen natürlich auch hier jetzt wieder zu blitzen. Und die Marcus Lawrence kommt durch. Schnappt sich Russell Wilson ungeblockt. Vierter Versuch und 17 damit. Der Ball ist an der 21-Yard-Linie. Überworfen. Turnover on Downs.
Wir kommen an der 21-Yard-Linie der Seahawks mit unserer Offense wieder aufs Feld. Logisch laufen. Die Uhr ans Laufen bringen. Und Zeit von der Uhr nehmen. Oh, Eddie George, nein, kommt da noch durch, irgendwie. Snackt noch einen Safety weg und ist in der Endzone. Touchdown für die Rams. So eine Two-Point-Conversion. Damit wir unsere Führung auf 17 Punkte ausbauen können. Ah, Prescott unter Druck. Kann den Tackle-Versuch abschütteln, läuft dann selbst in die Endzone. 48 zu 31. Wir haben eine 17-Punkte-Führung. So, der Kick ist unterwegs. Geht wieder bis an die 10 Yard, die 9 Yard Linie. Und der Return der Seahawks endet an der 27. Erster Versuch und 10 für Seattle. Vollständiger Pass von Wilson. Ein ganz harter Hit, das ist ein Fumble. Und der ist recovered von den Rams. Unsere Offense kommt direkt wieder aufs Feld an der 34-Yard-Linie. Da hat sich doch so ein Hitstick mal gelohnt. Wenn da ein Fumble draus resultiert, ist es natürlich ideal. Erster und 10, Ball ist in der 34. Eddie George läuft über die rechte Seite und hat da schon wieder eine Mörderlücke. Da ist kein Seahawks-Spieler. Ach du Heilige. Touchdown, LA Rams. Der Kick ist unterwegs und der ist gut. Und es steht 55 zu 31. So, wir kicken. Ball ist unterwegs. Geht bis an die 10-Yard-Linie. Der Return. Wow, und das ist der nächste Fumble. Und der ist ebenfalls recovered von den Rams. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Laufspiel Eddie George über die linke Seite. Spin Move, Bub, Touchdown, LA Rams. Es geht ein bisschen zu einfach, habe ich im Gefühl. Gut, aber die Seahawks haben hier auch sehr unruhige Hände. So, wir führen jetzt ganz knapp mit 62 zu 31. Der Kick ist unterwegs. Geht bis an die 4-Yard-Linie. Der Return endet an der 30-Yard-Linie, aber endlich mal kein Fumble. Erster und 10 für Russell Wilson und die Seahawks. Eine Minute und 5 Sekunden haben wir noch zu spielen. Die Seahawks haben noch beide Auszeiten. Ich habe ein bisschen Zweifel, ob sie die noch anfangen werden zu nehmen. Vollständiger Pass. Ball ist an der 36-Yard-Linie. Cover 3 Sky Defense. So, es läuft jetzt hier die letzte Minute im Spiel. Zweiter und 4. Lockett geht außen in Motion. Vollständiger Pass. Ball ist an der 43-Yard-Linie. Erster Versuch und 10 für Seattle. Schöner Tackle von Woods. Timeout genommen von Pete Carroll und den Seahawks. So, wir haben einen 2. und 10. Hey, 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 hey.
Und das ist eine Interception durch Jeff Heat. Der ist wirklich nicht der Allerschnellste. Schafft aber eine Pick 6 Interception Return Touchdown für die Rams. Logisch, wenn die Offense hier die ganze Zeit punktet, dann will auch mal die Defense zeigen, was sie kann. Damit steht es jetzt 69 zu 31. Der Kick ist unterwegs. Geht bis an die 10-Yard-Linie. Der Return endet an der 28-Yard-Linie. Wir haben noch 8 Sekunden auf der Uhr. Hail Mary Time. Um noch so ein bisschen Ergebniskosmetik zu betreiben. Erster und 10. Ball ist in der Luft. Und ist intercepted. Wir haben das nächste Turnover. Awuzie schnappt sich den Ball. Erster Versuch und 10. 4 Sekunden vor dem Ende. Die Fans flippen hier fast aus. Laufen über die linke Seite. Eddie George. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da ist kein Mensch mehr. Und legen wir noch einen drauf. Eddie George mit den nächsten 6 Punkten für die Rams. Das war's. Wir haben die erste Challenge geschafft. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.